Das sind die LTV-Themen vom Donnerstag. Grünes Licht für Fahrgäste, Cottbusverkehr eröffnet neues Kundenzentrum, eine Chance für die Jugend, Tag der Ausbildung bei der LWG und sie rollt wieder, Saisoneröffnung bei der Parkeisenbahn. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Donnerstag. Unsere heutige Sendung steht ein wenig im Zeichen von Cottbusverkehr. Dafür gibt es auch durchaus gute Gründe, die wir Ihnen im Verlauf der Sendung noch zeigen werden. Zunächst aber eine Nachricht von Energie Cottbus. Der Verein hat heute von der Deutschen Fußballliga das Spielrecht für die nächste Saison der zweiten Bundesliga erhalten. Und zwar ohne Einschränkungen und Auflagen. Dies sei eine Bestätigung unserer Arbeit und unserer wirtschaftlichen Vernunft, so Präsident Ulrich Lepsch. In der kommenden Saison plant Energie für die zweite Liga mit einem Gesamtetat von rund 15 Millionen Euro. Fast 8 Millionen Euro entfallen auf den Lizenzspielerbereich. Und damit nun zu Cottbusverkehr. Dort gab es heute etwas zu feiern und auch der FC Energie war indirekt wieder mit von der Partie. Eine Schlange und erwartungsvolle Gesichter. Schon vor der Eröffnung ist das neue Kundenzentrum von Cottbusverkehr in der Stadtpromenade ein beliebter Anlaufpunkt. 11 lange Monate mussten die Cottbusser warten. Dann endlich nach ein paar einführenden Worten durfte Ingolf Otto als erster Kunde das rote Band durchschneiden. Er, wie so viele andere Cottbusser auch, hatten schon sehnsüchtig auf den Neubau gewartet. Cottbus ohne Straßenbahn ist wie eine Kneipe ohne Bier. Es wurde Zeit, dass hier was gemacht wurde, weil das Gebäude so baufällig war und wie gesagt, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die ersten 250 Kunden bekamen ab einem Einkaufswert von 10 Euro sogar noch Karten für ein Energiespiel dazu. Doch nicht nur deshalb hat sich das Warten gelohnt. Es ist hell, es ist modern, es hat einen großen, angenehmen Verkaufsraum und es ist auf die Zukunft ausgerichtet, weil das wird das zentrale Kundenzentrum von Cottbusverkehr für die Stadt Cottbus dann sein. Mit 88 Quadratmetern hat sich der Kunden- und Arbeitsbereich fast verdreifacht. Dazu Barrierefreiheit und ein angenehmes Klima. Auch die gefährdete Platane konnte gerettet werden. Immerhin 680.000 Euro wird der komplette Umbau kosten. Gut angelegtes Geld finden Kunden und Mitarbeiter. Viel Luft drin, hell jedenfalls. Und auch das alles hier. Die Kundenfreundlichkeit anders ist als vorher, jedenfalls die Räumlichkeiten besser sind. Das hat sich jedenfalls gelohnt, das Umbauen. Besser wie Neubau immer. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schön. Alle Mitarbeiter sind sehr, sehr angenehm überrascht. Also man kann wirklich sagen, es ist eine entschiedene Verbesserung gegenüber dem Objekt auf dem Busbahnhof. Erstmal die Räume sehr hell, freundlich. Und wie gesagt, was auch sehr schön ist, dieses Rondell mit diesem Schalterbereich. Kann man wirklich sagen, ist eine gelungene Arbeit. Also die Kunden genießen das auch entsprechend, mit dem Umfeld angenommen und wertgeschätzt zu werden. Und ich denke, das wird gerade jetzt, so die ersten Minuten nach der Eröffnung, sehr deutlich. Und das wirkt sich auch auf den Service aus. Da hilft der Geschäftsführer auch schon mal persönlich beim Fahrkartenkauf. Das Kundenzentrum ist ab sofort von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ja, und ganz nebenbei ist unser Stadtzentrum wieder etwas schöner geworden. Es klingt fast wie eine Wiederholung unserer gestrigen Polizeimeldung. Nur, dass aus 3 Tätern 4 geworden sind. Die Männer stammen ebenfalls aus Polen und haben versucht, auf verschiedenen Firmengrundstücken in Galinchen einzudringen. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei gestern Abend in der Bogenstraße die Einbrecher aber stellen. 3 der 4 Männer sind der Polizei bereits bekannt.
Wer geglaubt hat, nach den groß angekündigten Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag vorerst vor der Polizei sicher zu sein, hat sich getäuscht. Heute Vormittag wurde an der Europakreuzung nochmals besonders die Einhaltung der Geschwindigkeit und der Vorfahrt kontrolliert. Das Ergebnis? 55 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 98 km/h. Ihn erwartet jetzt ein einmonatiges Fahrverbot, 4 Punkte sowie 200 € Strafe. Gleiches gilt auch für 5 Rotlichtsünder, die mehr als eine Sekunde zu spät dran waren. Früher hieß es jedem eine Lehrstelle. Heute geht der Trend eher dahin, jedem seine Lehrstelle. Der 17. April ist der Tag des Ausbildungsplatzes. Für die Cottbusser Agentur für Arbeit ist das traditionell Anlass, Kontakt zu Betrieben in der Region zu suchen. Ziel in diesem Jahr war die LWG. Gute Ausbildung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit unserer Betriebe, natürlich auch über die Zukunftsfähigkeit der jungen Menschen und über die Zukunftsfähigkeit der Region. Und dieses Jahr gehen wir gemeinsam mit der IHK zur LWG und möchten deutlich machen, das ist ein Ausbildungsbetrieb, den man vorzeigen kann, wie wir ihn uns vorstellen. In Sachen Ausbildung gilt die LWG bei IHK und Agentur für Arbeit als einer der Vorzeigebetriebe der Region. In der Lehrwerkstatt werden nicht nur die eigenen Azubis ausgebildet, sondern auch jährlich 11 weitere Jugendliche aus anderen Betrieben. Zuletzt stellte man hier 5 Jahre in Folge den bundesweit besten Anlagenmechaniker-Azubi. 2011 wurde der Wasserversorger mit dem Brandenburgischen Ausbildungspreis ausgezeichnet. Dennoch wird die Lehrlingssuche auch hier immer schwerer. Sagen wir mal so, die Auswahl ist schwerer gefallen oder fällt zusehends schwerer. Aber das hängt nicht unbedingt mit der Qualität zusammen, sondern dass es einfach ein geringeres Bewerberangebot gibt. Und man muss aus dem geringeren Angebot natürlich dann die entsprechenden suchen und finden. Seit Jahren sinkt die Zahl der ausbildungssuchenden Jugendlichen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist die aktuelle Bewerbungsperiode. Im März zählte die Agentur für Arbeit Cottbus 2600 Ausbildungssuchende für rund 2600 betriebliche Ausbildungsstellen. Erstmals also ein Verhältnis von 1:1. Betriebe müssen deshalb ihr Anforderungsprofil überdenken. Dass die Betriebe den geeigneten Auszubildenden finden, das muss nicht immer der Beste in der Schule sein, sondern es muss jemand sein, der möglicherweise auch ganz andere Fertigkeiten mitbringt. Die LWG beispielsweise prüft die Auszubildenden nicht allein hinsichtlich ihrer Schulnoten, sondern sie veranstaltet eigene Tests mit den Jugendlichen, prüft die Fertigkeiten im Handwerklichen und dann stellt sich heraus, dass einer, der nicht so gute Schulnoten hat, dann am Ende ein sehr, sehr guter Auszubildender wird. Die LWG hat für dieses Jahr bereits alle ihre Lehrstellen besetzt. Es gibt aber noch viele andere freie Ausbildungsplätze. Alle Informationen gibt es bei der Agentur für Arbeit Cottbus. Schön, dass sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt verbessert hat, aber nach wie vor gilt, die beliebtesten Plätze sind immer noch als erstes weg. Und damit noch einmal zu Cottbus Verkehr. Seit diesem Jahr gibt es bei uns die neue Serie Einsteiger TV. Und darin geht es heute um den Saisonstart unserer kleinen, großen Parkeisenbahn. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Wie in unserer letzten Sendung angekündigt, nehmen wir Sie heute mit zur Parkeisenbahn Cottbus. Seit 1. April 2011 ist Cottbus Verkehr Betreiber der kleinen Traditionsbahn. Nach der Saisoneröffnung am 27. März fanden die beliebten Osterhasenfahrten statt. Doch bevor die Saison eröffnet wurde, gab es einiges zu tun, um die Parkeisenbahn startklar für ihre 59. Fahrsaison zu machen. Schneeschieben statt Blümchenpflanzen, Eishacken statt Scheibenputzen. Der lange Winter in diesem Jahr ließ den Frühjahrsputz bei der Parkeisenbahn Cottbus zum Schneeeinsatz werden. Große und kleine Helfer legten Hand an, um den Schneemassen gemeinsam zu Leibe zu rücken. Dennoch war, trotz Eis und Schnee, der diesjährige Saisonstart am 27. März nicht in Gefahr. Wir haben unseren Wagenpark soweit in Ordnung. Auch die Lokomotiven sind soweit vorbereitet. Da sind noch Restarbeiten. Aber ich hoffe und bin guter Dinge, dass wir bis zum Saisonstart am 27. alles im Griff haben. Die leistungsstarke Diesellok 03 ist auch in diesem Jahr wieder im regulären Fahrbetrieb im Einsatz.
Sie erhielt einen nagelneuen Motor sowie eine neue Lichtmaschine. Eine gemeinsame Finanzierung von Cottbus Verkehr als Betreiber und dem Förderverein der Parkeisenbahn. Im Schnitt sind jährlich 40.000 Fahrgäste mit der kleinen Bahn unterwegs. Im Juli 2011 konnte sogar der 5-millionste Fahrgast begrüßt werden. Auf einer Strecke von 3,2 Kilometern bedient die Parkeisenbahn zwischen Bahnhof Sandower Dreieck und Park und Schloss Branitz 4 Bahnhöfe und 2 Haltepunkte. Die Parkeisenbahn verbindet einen Teil der schönsten Sehenswürdigkeiten von Cottbus und ist garantiert immer einen Ausflug wert. Ganz besonders beliebt sind die Eventfahrten. Ganz neu im Programm dieses Jahr die Sternenfahrt. Das wird organisiert in Zusammenarbeit mit dem Cottbuser Planetarium. Hier würden die Gäste also neben der Fahrt mit der Parkeisenbahn eine ganze Menge Wissenswertes zur Sternwelt erfahren können. Ich finde eine tolle Gelegenheit für Groß und Klein. Im August ist dann auch traditionell wieder unsere Sommernachtsfahrt. Auch die wird sehr gut angenommen. Im Oktober darf man sich dann wieder etwas gruseln bei den Halloween-Fahrten. Und nach der Saison Anfang Dezember, pünktlich zur Nikolauszeit, wieder die beliebten Nikolausfahrten vom 1. bis 6. Dezember. Gleich zu Beginn der Saison am 29. und 30. März startete die Parkeisenbahn mit den Osterhasenfahrten. Künstlerisches Talent und Fantasie waren in der zur Osterbastelstube umfunktionierten Werkstatt gefragt. In der Zwischenzeit durften die Erwachsenenbegleiter in der Vereinsgaststätte Kaffee und Kuchen genießen. Mit dem Salonwagen ging es dann fröhlich weiter. Bergeweise Schnee und Eis machten es dem Osterhasen in diesem Jahr recht schwer, die Eier zu verstecken. Darum gab es die kleinen Osterüberraschungen diesmal von den Parkeisenbahnern persönlich überreicht. So schön kann eine Fahrt mit der Parkeisenbahn sein, auch wenn der Frühling auf sich warten lässt. Tickets für alle Eventfahrten können Sie direkt bei der Parkeisenbahn am Sandower Dreieck erwerben oder in den Kundenbüros von Cottbus Verkehr. Reservierungen nehmen wir gern unter Cottbus 75 61 70 entgegen. Treffen Sie nun Adrian Bauch, Markus Jess und Dennis Kettlitz. Wer Sie sind und was Sie mit der Parkeisenbahn zu tun haben, erklären Sie Ihnen jetzt. Modern, informativ und immer aktuell ist die Internetseite der Parkeisenbahn Cottbus. Das heißt aber auch viel Arbeit für Adrian Bauch und Markus Jess, die Autoren für den Internetauftritt der beliebten Schmalspurbahn. Adrian ist Schüler des Steenberg-Gymnasiums und hat vor kurzem seine Prüfung als Assistent des Bahnhofsleiters erfolgreich bestanden. Markus ist Bahnhofsleiter, seit 2008 bei der Parkeisenbahn und studiert Lehramt an der TU Dresden. Heute treffen sie sich in der Vereinsgaststätte mit Dennis Kettlitz, dem Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Parkeisenbahn, um Aktualisierungen für die Webseite zu besprechen und mehr über die Geschichte der Bahn zu erfahren. Ja, Dennis, wir überarbeiten ja gerade die Internetseite bei der Geschichte. Ich wollte mal fragen, wie ging es denn eigentlich los bei der Parkeisenbahn? Also beim Cottbus ging es 1954 los. Es war ja so, dass zu DDR-Zeiten nach dem Krieg in allen großen Städten der DDR sogenannte Pioniereisenbahnen errichtet wurden. Man wollte den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geben, hatte das mit der Reichsbahn auch in Kooperation. Man brauchte Nachwuchs auch für die Eisenbahn. Das war natürlich alles auch staatlich gesteuert. Man hatte die Jugendlichen auch ein bisschen unter Kontrolle, aber sie hatten auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Alle waren schick in Uniform und Cottbus hat dann zum 1. Juni 1954, also zum Internationalen Kindertag, seine damalige Pioniereisenbahn eröffnet. Mit den politischen Umbrüchen in der DDR 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands änderten sich auch die Verhältnisse bei der Pioniereisenbahn Cottbus. Die Bezeichnung Pionier war Geschichte und somit wurde aus der Pioniereisenbahn Cottbus die Parkeisenbahn Cottbus und aus den Pionieren wurden Parkeisenbahner. Ab 95 war ich dann hier bei der Bahn
Und ja, das war ein ganz tolles, spannendes Jahr, weil das war nämlich das Buga-Jahr. Das wird diese Parkeisenbahn nie wieder erleben. So viele Fahrgäste, wie wir damals hatten, 600.000 im Vergleich. Heutzutage haben wir 40.000 im Jahr und sind da ganz gut mit. Das war ein spannendes Erlebnis. Und die Kinder, die sind dann alle zu dem Verein gekommen, der damals neu gegründet wurde, am 18. Juni 1991, also auch schon über 20 Jahre her. Und im Verein sind halt alle Kinder jetzt versammelt und Jugendlichen, aber auch die, die älter werden. Und jeder, der sich ehrenamtlich bei uns engagiert, ist Mitglied im Verein. Das kann jeder werden, wer dritte Klasse ist, 9 Jahre alt ist, kann hier mitmachen, richtig dann auch im Dienst mitmachen. Also wenn ihr noch irgendwie jemand habt, der Interesse hat, einfach anmelden und bei uns Mitglied werden. Neben den historischen Lokomotiven sind es dabei ganz besonders die jungen Eisenbahner in ihren schmucken Uniformen, die den Reiz der Parkeisenbahn ausmachen. Achtung, Zugverkehr. 15 Kinder und Jugendliche aus Cottbus und Umgebung sind es, die sich ehrenamtlich und mit Feuereifer als Zugbegleiter, Bahnaufsicht oder Stellwerker betätigen. Nur die Lokomotiven werden damals wie heute von Erwachsenen bedient. Graf Arnim, die Dampflok 04, braucht immer noch Kohle. Seit dem Sommer 2008 steht die 118 Jahre alte Dampflok auf dem Abstellgleis. Ein großer Kesselschaden sowie Probleme am Fahrwerk lassen einen Einsatz im Fahrbetrieb nicht mehr zu. Wir brauchen daher Ihre Unterstützung. Jede noch so kleine Spende hilft. Weitere Informationen, wie Sie spenden können, finden Sie unter pe-cottbus.de. Liebe Zuschauer, ich hoffe, unsere kleine Reise durch die Welt der Cottbuser Parkeisenbahn hat Ihnen genauso viel Freude bereitet wie uns beim Drehen. In der nächsten Sendung stellen wir Ihnen unter anderem das neue Kundenzentrum in der Stadtpromenade vor. Das eröffnet am 18. April. Sie haben die Sendung verpasst? Kein Problem. Unter cottbusverkehr.de finden Sie alle Folgen zum Anschauen. Ich verabschiede mich und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Auch von dieser Stelle noch einmal der Aufruf, mitzuhelfen, damit wir auch in Zukunft die Faszination, die von dieser kleinen Dampflok ausgeht, genießen können. Falls Sie übrigens schon morgen eine Fahrt mit der Parkeisenbahn planen, erfahren Sie gleich im Anschluss, ob Sie Jacke oder Schirm mit dabei haben sollten. Nach dem Wetter spricht in unserer Reihe Augenblick mal Pastor Christian Knoll von der Cottbuser Adventsgemeinde zu Ihnen. Diesmal mit Gedanken zu Toleranz und Nächstenliebe im Alltag. LTV gibt es auch morgen wieder. Ich darf mich vorher von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Fernsehabend. Kleine Sonne. 4. Mai 2013. Best of Six and Special Acts. Das Kultkonzert und große Freiluftsaisoneröffnung im Garten der alten Chemiefabrik Cottbus. Und jetzt bin ich hier! Zum 5. Jahr im Garten der Chemiefabrik haben sich Six als besonderes Special zu diesem Konzert extra Gäste eingeladen. Mit genialen Songs, perfekten Musikern und extravaganten Bühnenshows begeistert Six sein Publikum. Karten bei der alten Chemiefabrik, bei City Ticket, Stadthalle Cottbus und bei allen CTS-Vorverkaufsstellen. 4. Mai im Garten der alten Chemiefabrik. Ich hab geliebt und verletzt. Best of Six and Special Acts, das Kultkonzert.
Das Wetter präsentiert Ihnen Ihr Fahrradshop Mühlenberg. Für die einen war es heute das Superwetter schlechthin, für die anderen schon wieder einen Tick zu viel. Immerhin wurde mit 25 Grad tatsächlich die Sommertagsmarke erreicht. Das wird allerdings nicht so bleiben. Schon in der kommenden Nacht werden die Wolken dichter und auch die Temperaturen erreichen nur noch einstellige Werte. Zwischen 6 und 9 Grad sollen es werden. Der morgige Freitag präsentiert sich deutlich kühler als heute. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 14 und 17 Grad. Doch das ist für Mitte April durchaus angemessen. Dazu gibt es schwachen bis mäßigen Wind aus West und einen Sonne-Wolken-Mix, der nur selten Schauer bringt. Sei doch kein Frosch, tauch mal wieder auf! Im Fahrradshop Mühlenberg, Schmelwitzer Straße 119. Augenblick mal. Liebe Zuschauer, wir genießen die angenehm warmen Temperaturen. Zunehmend grünt und blüht es. Der Frühling hat Hochkonjunktur, uns geht's gut. Aber einige unter uns kämpfen mit dem sogenannten Heuschnupfen. Sie reagieren allergisch auf die herumfliegenden Blütenpollen. Jetzt am Wochenende besonders stark auf die Pollen der Weide, aber auch Birken- und Erlenpollen sind unterwegs. Manche beginnen deshalb ein Desensibilisierungsprogramm. Das heißt, durch das Spritzen immer größerer Mengen von allergischen Substanzen versucht man, die Reizschwelle langsam zu erhöhen. In der Hoffnung, dass irgendwann die Unempfindlichkeit gegenüber den Blütenpollen eintritt. Wir wünschen allen, die aufgrund dessen den Frühling nicht in vollen Zügen genießen können, gute Besserung. Aber seien wir ehrlich, hätten wir nicht alle eine entgegengesetzte Therapie nötig? Nicht eine Desensibilisierung, sondern eine Sensibilisierung? Erleben wir nicht alle Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit oder Gefühlskälte? Um diesen Erscheinungen wirkungsvoll zu begegnen, müssten wir langsam die Reizschwelle senken. Dass wir auf immer kleinere Dosen, zum Beispiel Ungerechtigkeit, reagieren. Solange, bis es keine Unempfindlichkeit oder Verdrängung mehr gibt. In der Bibel finden Sie das Sensibilisierungsprogramm. Jesus stellt es in seiner Bergpredigt vor. Nur 3 Punkte will ich Ihnen vorstellen. Ich möchte Ihnen Mut machen, das ganze Programm zu lesen. Erstens, prüfen Sie Ihre Gedanken. Sind manche Einschätzungen Vorurteile? Fragen wir uns, wie gehen wir mit dem anderen schon in Gedanken um? Kennen Sie die Redewendung, ich reagiere auf diesen Typ allergisch? Oder die allergische Reaktion, jemanden auf den Mond schießen zu wollen? Zweitens, testen Sie Ihr Reden. Wie wirken Ihre Worte auf den Kollegen oder Nachbarn? Wie sieht eine Sensibilisierung unseres Redens aus? Höre ich, bevor ich rede? Kann man sich auf meine Zusagen verlassen? Und drittens, nehme ich die Gefühle meines Partners, meiner Kinder, aber auch die meiner Eltern ernst? Ist uns bewusst, was für einen Schatz wir mit unseren nächsten Mitmenschen besitzen? Und wie gehen wir damit um? Je mehr von uns dieses Sensibilisierungsprogramm ernst nehmen und damit zu leben versuchen, desto gesünder und angenehmer wird die Atmosphäre unter uns. Versuchen wir es. Augenblick mal. Massachusetts. Das Bee Gees Musical kommt nach Cottbus. Erleben Sie die Story dieser legendären Band. Alle Hits, alles live in einer mitreißenden, musikalisch-biografischen Show. Massachusetts, das Bee Gees Musical. Am 30. April, 20 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Sichern Sie sich Ihre Karten gleich jetzt an allen bekannten Vorverkaufskassen.